Hallo zusammen, heute gibt es bei mir eine richtig leckere, cremige Kartoffelsuppe. Mit viel Lauch, Sellerie und Kartoffeln ist diese Suppe extrem gesund, wohltuend und wärmend in der kalten Jahreszeit. Zuerst unsere Zutaten. Und zwar brauchen wir Lauch, Kartoffeln, Sellerie, Olivenöl, Pfeffer, Salz, Knoblauch, Muskatnuss und Sahne. Die Zutatenmenge entspricht ungefähr 8 bis 10 Portionen. In einen Topf geben wir etwas Olivenöl und dann geschnittenen Lauch hinzu. Den Lauch oder den Püree vorher gründlich im Wasser waschen, da sich zwischen den Blättern immer ein wenig Dreck sich befindet. So, und dann kurz anbraten. Nun das andere kleingeschnittene Gemüse hinzugeben, Sellerie und auch die Kartoffeln. Wie ihr seht, habe ich hier eine große Menge auch an Kartoffeln, weil ich wirklich für viele Leute die Suppe mache. Wenn ihr aber zum Beispiel nur für 4 Personen macht, dann nehmt einfach die Hälfte der Zutaten. Danach auch Knoblauch ganz klein geschnitten hinzugeben und alles mischen und auch so ein bisschen kurz anschwitzen lassen. Und dabei den Deckel schließen. Die Temperatur ist hoch. Nach ein paar Minuten nochmal kurz wenden. Das Anbraten und Deckel schließen zwischendurch ist immer wichtig, damit sich ein besseres Aroma ergibt. Und ungefähr ja, nach 4-5 Minuten, wenn wir das gemacht haben, kommt auch nun die Brühe oder das Wasser hinein. Ich benutze einfach nur reines, gefiltertes Wasser. Das reicht völlig aus. Dann Salz. Und dann alles nochmal kurz mischen. Und Deckel schließen. Kurz aufkochen lassen. Und nach dem Aufkochen Deckel wieder schließen und bei niedriger Temperatur etwa 20 Minuten köcheln lassen. So, und dann kontrollieren, ob das Gemüse gar ist, also weich geworden ist. Und das würde ich immer mit einer Gabel probieren. Erstmal vielleicht Sellerie und dann auch eine Kartoffel nehmen. Wenn das gar gekocht ist, dann ist unsere Suppe fast fertig. Wir geben jetzt ein bisschen Pfeffer hinein. Rühren das Ganze nochmal und pürieren nun unsere Suppe. So, einfach nochmal kontrollieren. Wir mögen das ganz gerne, wenn noch ein paar kleine Stückchen übrig sind. Und nun die Creme hinzugeben, also die Sahne. Da würde ich immer Stück für Stück hineingeben. Also die Suppe darf nicht zu flüssig sein. Diese Suppe sollte gerade auch dickflüssig sein und nun auch ein bisschen Muskatnuss hineinreiben. Ganz wichtig, gerade bei der cremigen Kartoffelsuppe, finde ich. Ist ja auch fast sozusagen das einzige Gewürz neben dem Pfeffer. Und nun alles mischen, kurz probieren und abschmecken, ob alles okay ist mit Salz und so weiter. Wenn ja, aufkochen lassen, Deckel wieder schließen. Auf niedriger Hitze noch 5 weitere Minuten kochen lassen und danach ist unsere Suppe fertig. Richtig cremig ist sie geworden. Und wer mag, kann natürlich entweder feiner pürieren oder ein bisschen Stückchen wie ich übrig lassen. Und dazu noch ein bisschen Pfeffer. Wer mag, kann draufgeben. Passt sehr gut, finde ich. Und kann serviert werden. Wir servieren dazu auch gerne Croutons oder auch getoastetes Brot. Passt sehr gut, finde ich. Und ich finde so eine Kartoffelsuppe auch völlig ausreichend als Mahlzeit. Gerade diese Suppe mit Lauch und Sellerie ist sehr sättigend. Und ja, ihr solltet auch darauf achten, vielleicht bei der Kartoffelsuppe die richtigen Kartoffeln zu verwenden. Leichter gelingt die Suppe, wenn ihr mehlige Kartoffeln nehmt zum Beispiel. So, das war's dann heute von mir. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch und ihr macht's mal nach. Gerade passend, finde ich, zur kalten Jahreszeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!